Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder mal so ein kleines Opening-Video. Wir wollen insgesamt 10 Kisten aufmachen und dazu bin ich anscheinend gerade wieder richtig gut vorbereitet, denn ich sehe, ich habe mit meinem Main hier die Kiste auf der Bank. Wir möchten nämlich ein paar Kisten von der Invasion aus dem Schlund von den Nightfee aufmachen und da haben wir hier mit dem Main schon mal eine, beziehungsweise noch 9 weitere auf den Twinks verteilt. Und ja, ich hoffe, ich kriege einen Mount raus. Es gibt da nämlich einen Kriegsharnisch des Schweinspalters und ich habe da schon doch den ein oder anderen Try drauf. Hier auf dem Main-Account haben wir schon 19 Tries und auf dem Second-Account, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir die Kiste? Habe ich die auf die Bank gepackt? Ich bin mir gar nicht so sicher, weil die mit dem Twink bzw. mit dem Main, die habe ich schon vor ein, zwei Tagen geholt. Und ja, ich habe so ein bisschen Platzprobleme, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin mit dem Main letztens geswitcht vom Server her und seitdem habe ich die Taschen ein bisschen voll, weil ich noch nicht so ganz weiß, wie ich die Sachen verkaufen soll, da die Preise auf dem neuen Server ein wenig niedriger sind. So, da haben wir aber die Kiste. Hier haben wir, wie viele Tries? Auch 19, okay. Also sind wir schon fast bei 40 Tries, 38, ne? Gut, dann würde ich sagen, steigen wir einmal ein und zwar fangen wir mit Main an. Achso, vielleicht so kleine Erklärung, falls ihr nicht wisst, wo ihr diese Kisten herbekommt. Hier beim Nightfee-Angriff im Schlund, der alle 2 Wochen für 3,5 Tage aktiv ist, können wir uns dementsprechend hier diese Kisten farmen. Eine Kiste pro Char, pro Invasion. Gut, dann würde ich sagen, los geht's, Kiste Nummer 1, wilde Jagd. Nice, ich habe das Pad und das Mount drin in der ersten Kiste. Jetzt habe ich alle Invasionsmounts. Sehr schön. Ich hab nicht damit gerechnet. Oder ist das überhaupt das Pad? Nein, das ist das Flussherz-Ding. Das Pad habe ich nämlich schon. Das ist sogar noch viel besser. Das brauche ich mit Main nämlich noch. Das können wir abgeben. Okay, da haben wir das schon mal drin. Wir machen die anderen 10 Kisten. Also, jetzt habe ich ja 10 Kisten gefarmt und das Mount ist in der ersten Kiste drin. Alles klar. Vielleicht kriegen wir noch eins raus. Oh, hier haben wir noch so ein Flusspferd-Ding. Das ist halt für die Nightfee so eine Gestalt, ne? So eine Sondergestalt. Wunderbar. Danke hier an die Leute, die mich beglückwünschen aus dem Stream. Wir locken jetzt um, wir machen trotzdem die anderen Kisten auf, hätte ich gesagt. Einfach um zu gucken, vielleicht sind wir ja übelst lucky und kriegen noch einen Mount raus oder so, wenn ich die Kisten schon gefarmt habe. Gut, dann schauen wir bei den nächsten Twinks mal weiter. Hier haben wir auch noch eine Kiste, Nummer 3. Da haben wir jetzt nur Seelenasche und ein bisschen Stygia dabei. Okay, alles klar. Dann hier auf den anderen Schwink noch Nummer 4. Das kannst du doch keinem erzählen. Hier ist halt einfach nochmal das Mount drin. Und ich farm die wie so ein Blöder, ne? Jetzt können wir es auch mal lernen. Ich habe es auf dem einen nicht gelernt, dass ich es dann im Video noch zeigen kann, aber weil ich da ja auch nochmal meinen Mount Guide mit aufnehme, aber dann können wir es jetzt hier einmal reiten. Wie heißt der Beinspalter? Holy shit. Einfach zweimal. Haben die die Chance erhöht? Kann das sein? Also das ist das mehr oder minder schöne Teil, ne? Gibt bestimmt hübschere Mounts, aber mir geht es tatsächlich ums Sammeln und nicht um dass die möglichst schön sein müssen. Okay. Einfach nochmal. Mal gucken, jetzt waren 4 Kisten, 2 Mounts so rum. Krass. So, dann weiter geht's. Kiste Nummer 5. Ein Condry-Teil haben wir drin. Dann hier die Kiste Nummer 6. Ein Kopf und ein Condry-Eat. Okay, irgendwas spackt hier ein bisschen rum. Deswegen müssen wir das manuell. Aber ja, das wird besser sein, oder? Ja, das hat mehr Item-Level. Der muss besser sein. Ich muss mal gucken. Die Waffe, die ich vorhin bekommen habe. Die ist natürlich auch, aber es ist schon eine mit Agi, ja. Und ich habe ein Intrink, wo habe ich denn Intrinket? I don't know. Stimmt, ich habe mal auf, ich war im LFR drin, wollte das Set farmen. Und achso, hier haben wir sogar noch mal ein Pet rausbekommen, sehe ich gerade. Und dann hatte ich da umgestellt. Was haben wir denn hier? Das ist ein Instab, aber der ist... Ich habe einen Dolch und ein Ding mit dem Hexer. Ah, auch nicht so schlecht. Okay, dann loggen wir weiter. Gut, und weiter geht's mit Kiste Nummer 7. Nochmal ein Conduit, bisschen Soulash, bisschen Stygia. Ja, das nehmen wir mit. Was haben wir hier noch so? Kiste Nummer 8.
einrücken. Aber der scheint jetzt auch nicht unbedingt besser zu sein. Die Waffe... Warte mal, was habe ich denn hier an? Ah, ich habe aus dem LFR mit dem Twink eine bekommen. Tempo-Crit, Mastery-Ding, ja, gut, nee, das ist alles nicht besser. Dann können wir weiter loggen. Zu den letzten zweien, hätte ich gesagt. So, dann kommen wir zum Endspurt. Kiste Nummer 9. Da ist noch eine Huse und ein Conduit drin. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade so rumspackt. Normalerweise, wenn ich hier die Ding-Taste... Okay, das ist dieselbe Hose, die ich schon habe. Okay, dort brauchen wir nicht. Und dann der letzte und 10. Char. Hier unten ist die Kiste. Da haben wir eine Brust drin. Die ist... ja, es hat sogar gute Stats. Die ist sogar besser. Perfekt. Ja, gut. Dann sind wir durch mit den 10 Kisten. Wir hatten sogar 2 Mounts drin, was halt richtig lucky ist. Bringt mir zwar nicht viel, aber ich bin einfach nur happy, dass ich das Mount habe. Und damit habe ich tatsächlich alle Mounts von den Invasionen und auch das Toy. Heißt, ich muss mit meinen Twinks die Invasionen gar nicht mehr spielen. Mit dem Main weiß ich nicht, ob ich es wegen dem Soul Ash noch mache. Das muss ich jetzt mal gucken. Wahrscheinlich jetzt die erste Zeit auf jeden Fall schon. Solange ich mir noch was craften kann an Legendaries. Aber ja, das nimmt mir auf jeden Fall viel Zeit raus, die ich dann für andere Sachen verwenden kann. Andere Collectible-Geschichten. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr happy. Und damit... soll es das für das kleine Opening-Video gewesen sein. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne schreiben, wie es bei euch mit der Collection aussieht. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.